Hat der Turteltäubchen schon beim Ultraschall? Es ist ein Junge. Es ist ein Mädchen. Es ist ein Junge. Es ist kein Junge. Ich gratuliere dir zum Ruhestand. 2 Wochen, dann bist du ein freier Mann. Ist das der einzige Weg rein? Der einzige Weg rein, der einzige Weg raus. Wie lange noch? Ungefähr eine Stunde. Möglicherweise gibt es Schwachstellen im Gestein des Berges. Das ist eine alte Mine. Ich bin für die Sicherheit dieser Männer verantwortlich. Say something, I'm giving up on you. Das ist ein ziemlich großer Fels. Das ist kein Fels. Das ist das Herz des Berges und es ist endgültig gebrochen. 33 Männer, eingeschlossen unter Tage. Und wir wissen nicht einmal, ob sie noch leben? Wir alle wissen, wie das läuft. Die Regierung erzählt uns, dass sie alles tun wird und dann wird nichts unternommen. Wie viel Zeit bleibt Ihnen? Sie haben Essen und Wasser für 3 Tage. Ich wusste, dass die Mine gefährlich ist. Niemand gibt dir die Schuld. Ihr seid meine Brüder. Wir müssen zusammenhalten und dann kommen wir heraus. Es wurden 3 Großbohrgeräte aufgestellt, spezialisiert auf Tiefbohrungen. Ist es schon zu spät? Ein riesiger Fels, 2x so groß wie das Empire State Building, hat sich verschoben. Uns läuft die Zeit davon. Die Frage ist nicht, ob die Mine einstürzt, sondern wann. Ich gehe hier nicht ohne ihn weg. Wenn das unser letztes Abendmahl ist, dann kündige ich. Das Letzte, was uns gefehlt hat, ist, dass diese Männer sterben, während die ganze Welt zusieht. 33 Männer verschüttet, 300 Mütter. Väter, Brüder, Schwestern und wir sind ihre einzige Hoffnung. Dann holen wir die Bergleute da mal raus. Ich glaube, dass wir hier rauskommen, weil ich beschlossen habe, es zu glauben. Alle 33. Ja! Say something. Ich sehe euch alte Männer wieder da oben.